Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's, Jas Lake, mit einem Video zu GTA 5 Online. Und zwar reden wir heute mal über die geheimen Fahrzeuge aus dem After-Hours-DLC oder aus dem After-Hours-DLC. Denn ihr wisst es ja, mit jedem GTA Online-DLC gibt es auch mal den sogenannten Drip-Feed-Content. Ich denke, das wissen wir jetzt alle, was das heißt für die Leute, die es nicht wissen. Ganz kurz gesagt, das ist Content, der nicht mit dem normalen DLC direkt veröffentlicht wurde, also schon am Dienstag, sondern das ist einfach Content, der im Laufe der nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht wird. Und jeden Dienstag meistens gibt es dann immer noch so ein neues Fahrzeug und das ist dann der sogenannte Drip-Feed-Content. Und jetzt mit diesem DLC gibt es auch wieder eine ganze Menge Drip-Feed-Content und ich zeige euch jetzt mal alle Fahrzeuge und alles andere, was wir dann noch in diesem DLC bekommen. Und dazu gibt es dann immer die Preise, ob die Fahrzeuge schon öffentlich sind, was das für eine Kategorie ist und so weiter und so fort und natürlich Bilder. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich muss sagen, ich weiß selber nicht, was mich erwartet, denn tatsächlich das Video heute stammt aus einem Artikel von GTAFrons.com. Link dazu ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung, aber ich muss auch sagen, ihr seht es jetzt ja auch gerade im Hintergrund, ich habe hier noch gar nicht diese Bilder geöffnet, aber ich würde sagen, wir fangen einfach damit an. Dann als erstes haben wir hier den Stafford, das ist hier das erste Fahrzeug, das ist bei Legendary Motorsports zu kaufen und wir schauen es uns dann einfach mal an und ja, das ist hier dieser alte Klassiker und ich finde, der sieht auf jeden Fall pervers geil aus. 1,272 Millionen Dollar kostet der auch. Das finde ich wirklich angebracht. Also das finde ich nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich meine, es ist halt echt ein Klassiker, ein hochwertiger Wagen. Und für 1,27 Millionen Dollar, finde ich, ist das recht angemessen. Natürlich, es ist nicht der billigste Wagen, aber das sieht man ihm auch an, dass der Wagen jetzt nicht 200.000 Dollar kostet. Von daher, ja, der wird dann irgendwann erscheinen. Er ist nämlich noch nicht veröffentlicht auf der Webseite von Legendary Motorsports für 1,2 Millionen Dollar. Hier haben wir den auch nochmal von hinten und es sieht wirklich, wirklich cool aus. Also bin ich echt ein Riesenfan von. Wir sehen das hier hinten links ist sogar die Abdeckung für einen Tankdeckel. Wir sehen hier unten aber auf jeden Fall, man könnte sogar Luft reinpumpen, also wieder ziemlich detailverliebt das ganze Fahrzeug. Und dann generell gefällt mir der Wagen einfach ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, aber ich feiere Klassiker halt immer, ihr wisst es wahrscheinlich. Schöner, runder Kofferraum, nice Lampen sind am Start und alles an allem gefällt mir dieser Wagen wirklich ziemlich gut. Als nächstes haben wir hier den Freequaller, der ist auch noch nicht veröffentlicht, ist ein Offroad-Fahrzeug und auf der Seite von Legendary Motorsports für fast 600.000 Dollar zu kaufen und okay. Wir sehen das hier. Der Wagen, den haben wir auch schon im Livestream uns angeschaut, ist tatsächlich der SUV. Und ich finde ihn nicht hübsch. Bin ich ehrlich zu euch, Leute. Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie aus wie ein Konzeptauto, was es dann aber dann doch so in echt gibt. Also wir sehen das hier vorne irgendwie, dieser Teil. Wenn man hier das ganze Auto abschneidet, sieht das Ganze echt cool aus, finde ich. Vorne ist es immer noch natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber hinten, der Teil geht halt irgendwie gar nicht. Ich glaube, man hat irgendwie nur eine Sitzbank. Man hat hier aber auch irgendwie nicht wirklich so eine Leiste, die runtergeht. Wir sehen das hier. Hier ist das T-Stück. Das kann man aber hier irgendwie nur ziemlich, ziemlich schlecht erkennen. Und mir gefällt dieser Wagen irgendwie nicht wirklich gut. Es ist wohl wahrscheinlich ein neuer SUV. Also, was heißt wahrscheinlich? Es ist ein neuer SUV. Zwei Türer, wahrscheinlich deswegen auch zwei Sitzer. Die letzte Hoffnung für mich wäre, warum der Wagen vielleicht cool ist, dass er viel Power hat und der gut zum Beispiel mal ein Schildert hochkommt. Das müsste man dann noch schauen, aber ich finde, vom Aussehen sieht der Wagen zumindest jetzt, wenn man ihn noch nicht spielt, echt kacke aus. Meistens ist es ja so, am Ende sagt man dann doch, hey, sieht cool aus, aber den Fotos nachzuurteilen, sieht das ganze Fahrzeug echt nicht nice aus. Was ist da eure Meinung? Schreibt es mal unten in die Kommentare auf jeden Fall. Als nächstes hier unten haben wir die B11 Strike Force. Ist auch noch nicht veröffentlicht. Ist da ein Flugzeug und das werden wir dann bei Warstar Cash & Carry für 3,8 Millionen Dollar kaufen können. Also wirklich enorm toll. Wir schauen uns mal die Fotos an. Ich glaube, wir wissen alle, was uns erwartet. Ja, wir sehen es hier. Die neue Strike Force. Man muss sagen, sie sieht echt ziemlich monströs aus. Ich habe auch schon Gameplay gesehen. Die wird wohl ziemlich, ziemlich geil sein. Und wir sehen das auch auf den Fotos. Echt ein super geiler Jet. 3,8 Millionen Dollar ist aber eine ganze Menge. Also 3,8 Millionen Dollar ist wirklich viel. Das sind fast 4 Millionen für einen Jet. Da muss man schauen, ob sich das lohnt. Natürlich, der hat schon viele Features und sowas und auch geile Bewaffnung, aber 3,8 Millionen Dollar, finde ich, ist immer noch ein bisschen viel und muss man dann wirklich schauen, ob das am Ende wirklich so geil ist. Aber ich denke natürlich, man kann sparen und sich das Flugzeug gönnen, weil zumindest von den Specs, die wir jetzt bereits darüber wissen, wird sich dieser Jet wohl lohnen. Aber gut, das Aussehen, das guckt natürlich auch nochmal mit. Und ich finde da wirklich super geil. Ist nämlich was komplett anderes. Es sieht überhaupt nicht aus wie der P96 Laserjet oder wie die Hydra. Also es sieht eigentlich, ja, wie aus einem komplett anderen Spiel importiert aus, obwohl es halt wirklich in GTA 5 so erscheinen wird.
gemeldet für 3,8 Millionen Dollar. Als nächstes haben wir hier, hat ja schon ein eigenes Video bekommen, das Oppressor MK2 Bike, auch noch nicht veröffentlicht, für den normalen Preis 3,89 Millionen Dollar, das heißt nochmal 90.000 Dollar teurer als hier das normale Flugzeug tatsächlich, also beziehungsweise der Jet hier. Oder es gibt dann nochmal den Trading-Preis für fast 3 Millionen Dollar, ist natürlich auch noch eine ganze Menge, aber dieses Ding hat ja auch wirklich viele Features. Es ist ein Motorrad und das wird es dann bei Warstock Cash and Carry geben. Wir schauen uns mal dann hier die... Und wir schauen uns dann mal hier die Fotos an von dem Ding und man muss da auch sagen, ein ziemlich krasses Ding, weil die Features sind krass. Es kann schweben, es hat Flugabwehrgeschütze, es hat Raketen, es hat eine Minigun-exklusive Geschütze, es hat den Turbo Boost von Rocket Voltage. Das heißt, das Ding ist wirklich overpowered, werden wir dann aber halt irgendwann mal bekommen, ja, für fast 4 Millionen Dollar. Als nächstes haben wir hier den Scramjet, wenn man es deutsch ausspricht, 4,6 Millionen Dollar. Das heißt, die Dinger werden irgendwie immer teurer. Ist auch wieder bei Warstock Cash and Carry und schauen wir uns auch mal hier den Preis an. Das ist nämlich tatsächlich das alte Batmobil. Also wir kennen das ja wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Aber früher gab es halt noch nicht das Batmobil, was man heute zum Beispiel kennt. Und das hier ist halt zum Beispiel das alte Batmobil vom Design. Hat auch wieder diese zwei Turbo Boosts. Und ist auf jeden Fall auch ein ziemlich nicer Wagen, aber der Preis, der ist wirklich exorbitant hoch. Als nächstes haben wir das Menaka oder den Menaka, denn wir sehen, es ist ein Offroad-Fahrzeug von Warstock Cash and Carry für 1,7 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, was mich erwartet, muss ich ehrlich sein. Und wir schauen, das Fahrzeug, das kenne ich schon. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Es ist nämlich ziemlich niedrig, sage ich jetzt einfach mal. Es ist gar nicht so hoch, wie man denkt. Ist aber auch wieder so ein fahrendes... fahrender Gott, könnte man sagen. Wir haben hier oben nämlich ein richtig krasses Gewehr drauf und an sich sieht dieser Wagen auch wirklich, wirklich krass aus. Es hat so ein bisschen was von einem Surgeon, finde ich, wenn man den einfach, anstatt von einer Höhe von, weiß ich nicht, 2,10 Meter auf 1,20 Meter runterpresst und dann hier die Stoßstange ein bisschen mit so einem Hammer tauscht. So ähnlich sieht das Ganze aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus. Muss man jetzt natürlich jeder für sich selber wissen, ist das schön oder ist das nicht schön? Ich möchte mich dann noch nicht festlegen, wie ich den Wagen jetzt finde. Als nächstes haben wir das Terrobyte und dazu dann auch die Battle-Drohnen. Da habe ich auch schon ein eigenes Video drüber gemacht. Ab 1,375 Millionen Dollar geht das Ganze los. Und wir haben auch hier ein Foto von dem Ding. Sieht auch auf alle Fälle wieder mega, mega krass aus. Wir haben das nämlich hier riesen Flugabwehrgeschütze, die hier auch rausfliegen. Wir sehen das. Ein ziemlich geiler Mercedes. Wir sehen das hier. Es ist ein Benefactor. Ich habe da aber, wie gesagt, ein eigenes Video drüber gemacht. Möchte ich jetzt hier in diesem Video gar nicht zu lange drauf eingehen. Von daher würde ich euch empfehlen, schaut euch dieses Video einfach an von gestern tatsächlich. Da habe ich es hochgeladen. Da gibt es alle Features und Informationen zu diesem Ding. Ist auf jeden Fall ein wirklich krasses LKW-Fahrzeug. Und wir sehen, dass hier dieser LKW wird zusammen mit dem Oppressor MK2 Bike veröffentlicht und das können wir da drin dann auch tunen. Und wie gesagt, hier sind die ganzen Informationen noch zu den Drohnen, aber da habe ich ja auch ein eigenes Video drüber gemacht. Jetzt wissen wir es auch ganz offiziell, wir können uns auch den Blimp kaufen, das Luftschiff. Sehen wir nämlich hier, man kann es auch schon gerade in GTA 5 Online spielen, aber nur in Beschaffungsmission, aber wir können uns das auch kaufen. Für 1,19 Millionen Dollar für den normalen Preis oder den Trading-Preis für 900.000 Dollar auf Elitas Travel gibt es das Ganze. Sieht auch ziemlich cool aus, ist sogar noch schneller als in der Story, das bedeutet, es ist ein bisschen schneller geworden, man kommt schneller damit voran. Würde ich euch aber echt nicht empfehlen zu kaufen, weil es kann halt nicht viel, es hat keine Bewaffnung oder sowas, es sieht nur cool aus, aber ob das jetzt euch 1,2 Millionen Dollar wert ist, ist natürlich euch überlassen, ich würde euch davon eher abraten. Wir sehen das auch hier, wir bekommen nochmal eine ganze Menge neue Fahrzeuge, beziehungsweise nochmal ein paar neue Tuning-Möglichkeiten. Wir bekommen zum Beispiel jetzt endlich den Leichenwagen in GTA Online für nur 45.000 Dollar, was wirklich geschenkt ist, das heißt, den können wir uns auch dann endlich kaufen. Hier haben wir, wie gesagt, noch so ein paar Fahrzeuge, die wir alle noch gar nicht haben, aber ihr seht ja auch hier eine kleine Liste davon, könnt ihr Pause machen, wenn ihr wollt, werde ich jetzt aber nicht extra darauf eingehen, weil so spannend ist das Ganze jetzt nicht. Das Coolste ist halt nur hier der Leichenwagen. Wie der Leaker Fun am W2 bestätigt hat, wird es auch nochmal eine extra Garage in unserem Nachtclub geben, wo dann der Terrorbyte drinstehen wird, der aber, wie gesagt, noch nicht in GTA 5 Online drin ist. Wenn es den aber gibt, dann können wir uns noch eine neue Etage wahrscheinlich kaufen oder die bekommen wir wahrscheinlich sofort, wenn wir uns den Terrorbyte kaufen. Aber wie gesagt, es gibt dann halt in den Nachtclubs nochmal eine extra Garage, extra für den Terrorbyte. Dann sehen wir auch hier nochmal eine kleine Leistung von den neuen DJs, die es ja gibt. Das ist nämlich Tale of Us. Bekommen wir dann am 31. Juli am Dienstag, Dixon bekommen wir dann am 7. August am Dienstag und The Black Madonna bekommen wir dann am 14. August auch wieder an einem Dienstag.
Am 31. Juli, also am Dienstag, gibt es dann auch schon einen neuen Radiosender. Das ist nämlich Los Santos Underground Radio, sehen wir ja auch hier. Und da können wir dann auch tatsächlich die ganze Zeit Techno- bzw. EDM-Musik hören, was natürlich auch ziemlich cool ist. Beziehungsweise, ich finde es halt ziemlich cool, weil ich Techno feiere. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, ich mag irgendwie nur Pop oder sowas, dann wird der Sender wahrscheinlich nichts für euch sein. Aber wie gesagt, mir gefällt Techno, von daher freue ich mich auf jeden Fall auf diesen Radiosender. Es gibt dann auch noch eine neue Gegner-Modi, die sehen wir hier. So viele Informationen sind ja jetzt noch nicht drüber bekannt. Und es gibt dann ja auch noch mal eine neue Schatzsuche. Da habe ich aber auch noch kein Video drüber gemacht, weil sie noch nicht funktioniert in GTA 5 Online. Ich könnte zwar ein Video drüber machen, aber das würde nichts bringen, weil ihr könnt es dann eh noch nicht ausprobieren. Das bedeutet, ich werde da halt erst warten, bis es diese Schatzsuche in GTA 5 Online gibt. Und dann, je nachdem, wie sie mir gefällt, mache ich dazu vielleicht noch mal ein eigenes Video. Ihr werdet es aber wahrscheinlich auch noch bei anderen YouTubern sehen. Ja gut, aber das war es jetzt auch schon mit diesem Video und mit allen neuen geheimen Fahrzeugen aus GTA 5 Online. Ich hoffe natürlich, du hattest Spaß an dem Video und hast auch vielleicht was Neues gelernt. Da kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar und abonnieren. Kannst du diesen Kanal hier natürlich auch kennen für die täglichen Videos rund um GTA 5 und GTA 5 Online. Jetzt würde ich sagen, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche und ciao.